Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser ja, für uns alle ungewissen und schwierigen Zeit. Wie es bei mir in den letzten Tagen so war und was ich erlebt habe, das seht ihr heute in diesem Video. Ich bin inzwischen in Göröme angekommen. Die letzten 100 Kilometer waren allerdings nicht so spaßig, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ja, wir mussten uns durchkämpfen durch wildeste Windböen. Zeitenweise dachte ich, wir werden es nicht schaffen. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise. Ja, jetzt musste ich stehen bleiben, weil der Wind geht so stark. Es treibt uns von der Straße runter. Wir hier da fast in diese mittlere Gasse rein geschoben, der Wind. Und man sieht eh hier, wie diese Plastikdinger wackeln. Und das ist richtig gefährlich. Ich konnte dann nur noch 10 bis 15 km/h fahren, weil die Autos trotzdem normale Geschwindigkeit zwischen 70 und 90 km/h fahren. Und ja, man kann sich auch vorstellen, wenn man da mit einem Windstoß auf die Nebenfahrbahn gestoßen wird, dann kann das natürlich ja, schrecklich enden. In Göröme angekommen, habe ich mich schon darauf gefreut, dass ich euch die wunderschöne Gegend hier zeige, die vor allem durch diese Heißluftballone bekannt ist. Es sollte nämlich folgenderweise aussehen, hier die Heißluftballons. Und ja, schon am zweiten Tag, als ich hier angekommen bin und mich bereit machen wollte für die Ballonfahrt, hat man mir gesagt, ja Maggie, es wird heute leider nichts, denn es schneit. Die nächsten drei Tage waren dann so, dass immer mehr Schnee gekommen ist und ja, ich mehr oder weniger nichts tun konnte, als zu Hause sitzen und abwarten, bis der Schnee wieder weggeht. Schnee. Alles voller Schnee. Für mich wird es Zeit, einmal was essen zu gehen und hoffen, dass es morgen besser wird. Obwohl die Wettervorhersage sagt, noch 2 bis 3 Tage Schnee. Dann hat es 7 Grad, dann am nächsten Tag 11 Grad. Hoffentlich Sonnenschein. Dann ist der Schnee hoffentlich bald weg. Nur blöd ist es, es ist hier sehr eisig. Also ich komme momentan hier nicht weg. So, und während bei mir der Schnee in der Türkei eingefallen ist, habe ich viele Nachrichten von zu Hause, Österreich, Schweiz und Deutschland gehört, dass ihr inzwischen schon in der Quarantäne seid. Bei mir war es relativ entspannt noch in der Türkei. Da waren erst die ersten Fälle bekannt in Istanbul und Ankara. Wie sich der Schnee dann gelichtet hat, hat es auch mehrere Fälle in der Türkei gegeben und die Regierung hat ausgerufen, dass man die Restaurants und Hotels so weit wie möglich zumacht und nur noch Supermärkte offen lässt, also relativ ähnliche Situation wie in Österreich. Die absolute Quarantäne ist bei uns noch nicht, aber es wird natürlich hingewiesen, man sollte so wenig soziale Kontakte wie möglich haben. Ich bin hier in dem Hotel, in dem ich untergekommen bin, sehr happy. Die haben mich aufgenommen und da alle Restaurants zu sind, darf ich mit ihnen abends essen. Und ja, alle 3-4 Tage koche dann ich, bin ich an der Reihe mit dem Küchendienst. Letztens habe ich ihnen gerade Kartoffelgulasch gemacht. Ja, das Einkaufen ist jetzt mit dem Ahmed so schnell gegangen, dass ich nicht einmal Video machen habe können. Da inzwischen alle Grenzen zu sind
und ich auch nicht nach Georgien komme, wie es mein ursprünglicher Plan ist, sitze ich jetzt mehr oder weniger doch fest und muss schauen, wie es weitergeht. Ich habe mich dazu entschlossen, da ja die Situation in Österreich und in der Schweiz schlimmer ist als wie hier, dass ich vorerst versuche, es hier auszusitzen. Und sollte das natürlich nicht möglich sein. Ich bin bei den Botschaften registriert übrigens, bin legal in der Türkei. Muss ich dann doch irgendwie einen Weg finden, nach Hause zu kommen. Aber ja, da ich doch sehr positiv denke, hoffe ich, dass das für uns alle gut ausgeht und dass der Virus bald abklingt und ja, dass wir alle gesund bleiben. Meiner kleinen Sunny geht es bestens. Sie hält jetzt etwas verspäteten Winterschlaf hier. Allerdings habe ich gesehen, dass schauen wir gleich hier zusammen, am Motor hier rinnt etwas Öl oder Benzin aus. Und deshalb habe ich mir vorgenommen für das nächste Video, dass sobald das Regnen aufhört, dass wir uns einmal Zeit nehmen und die Sunny so richtig durchputzen und sie ready machen für unsere baldige Weiterreise. Hoffentlich. Stay positive, good vibes. Derweil bitte bleibt gesund, seid vorsichtig, kümmert euch um eure Lieben und bitte vergesst niemals, besonders in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten, dass wir auf uns gegenseitig schauen. Und ich bin mir sicher, bessere Zeiten kommen auf uns zu. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und bleibt gesund. Gemeinsam sind wir stark!